Hallo ihr Lieben, ich hoffe es geht euch allen gut. Heute habe ich endlich Zeit für ein Video und ich habe mir etwas Leichteres ausgesucht, weil ich schon länger kein Video mehr gemacht habe und mir nicht sicher bin, dass ich das wieder so gut kann. Das ist ja doch eine Übung, vor der Kamera zu zeichnen vor allem. Meistens zeichnet man ja für sich, vor sich hin. Und das habe ich in letzter Zeit sehr oft gemacht, also viele Aufträge. Aber jetzt ist endlich langsam Ruhe, es ist ja hier kurz vor Weihnachten. Und ich wollte mich wieder melden bei euch, mich bedanken für alle neuen Abonnenten, die dazugekommen sind. Vielen lieben Dank, so viele, ich war gar nicht so fleißig, habe gar nicht so viele Videos gemacht, trotzdem sind so viele dazugekommen. Ich danke euch recht herzlich. Ich weiß, es gab auch viele Kommentare, neue Wünsche. Die kann ich leider nicht alle erfüllen, weil ich momentan einfach wenig Zeit habe. Aber was jetzt nicht ist, kann ja noch werden. Also von daher, bitte nicht aufgeben. Ihr dürft mir trotzdem noch gerne eure Wünsche schreiben. Ich muss einfach nur gucken, dass ich da das einfach auch schaffe. Hier habe ich jetzt ein Stieglitz mir ausgesucht, weil ich Lust hatte eben auf ein Vögelchen. Den Ast mache ich jetzt nicht so besonders. Wahrscheinlich werdet ihr noch nicht viel erkennen, das ist aber jetzt nur die Vorzeichnung. Wir machen auch gleich hier das Auge. Und ich habe mir bereits auch die Farben herausgesucht, die ich dazu benutzen werde. Ich will mir nur ganz schnell hier die ungefähr die Umrisslinien seiner schönen Farben, also er ist ja nicht grau oder irgendwas Langweiliges, sondern das ist so ein richtig schöner Vogel. Den Kopf mache ich allerdings ein bisschen größer jetzt, als ich das am Anfang gedacht habe. Also hier mogeln wir uns ein bisschen durch, aber es ist kein Problem, denn das ist ein Schwarz. Und dann haben wir hier schöne beigefarbene, fast cremefarbene Zeichnungen. Hier kommt die schwarze Feder, die machen wir dann nachher. Hier sind wunderschöne gelbe Federn, die werden wir so aufteilen. Und nach hinten mache ich ganz schnell diese, ja, ich sag mal Pünktchen. Das sind weiße Federn zwischen den schwarzen, bilden aber eine sehr, sehr schöne pünktchenartige Färbung. Sind fast wie so schöne Schneeflocken hier. Jetzt nehme ich das Schwarz und hoffe, dass wir da ein richtig schönes Auge machen können. Also es ist rund, ich mache gern einen Glanzpunkt und muss mir aber ein schönes Braun zulegen. Das ist kein so schönes, wie ich mir das erhofft habe. Das ist eher so gelblich. Ich brauche aber etwas Schöneres. Aber das geht schon, das wird schon recht dunkel. Wenn es euch zu hell ist, dann ein bisschen mit Schwarz noch nachbearbeiten. Der Schnabel selbst ist auch relativ hell, aber er hat, und das ist sehr schön hier, man kann hier ganz gut auch eine tolle Outline dazu nehmen. Fast als ob er lächelt. Und hier ist unser Vögelchen ziemlich dunkel auch, also hat eine dunkle Färbung, die auch um das Auge herum geht. So, bis zu dieser fast weißen Federfärbung. Das Schönste ist natürlich dieses Rot. Also das ist Scarlet Rot 219 für alle, die genau diese Stifte benutzen wollen. Ich bin kein Fan von, das wisst ihr auch von meinen Videos, ich mache alles relativ optisch und spontan. Ich benutze immer die Polychromos. Jeder, der sich die Polychromos zugelegt hat, weiß,
welche grundsätzlichen Farben drin sind, und genau diese kann man auch benutzen. Die, die keine Polychromos haben, können trotzdem die Farben, die sie, die Stifte, die sie haben, auch benutzen. Dieses klassische Rot, das ist entweder ein Scharlachrot oder ein Purpurrot, ist jetzt vielleicht eher ein bisschen Magenta. Die haben verschiedene Namen, und in diesem Fall war das, genau, das ist ein Scharlachrot. Einfach dieses klassische Rot nehmen. Hier möchte ich noch ein bisschen mehr, also ein bisschen mehr Rot ist immer schöner als in der Realität. Das mache ich sehr gern. Und wer möchte, kann natürlich auch ein bisschen Dunkelrot verwenden. Ich habe leider hier kein Dunkelrot. Alles, was ich habe, ist tatsächlich dieses Scharlach. Und zwar in mehreren Varianten. Dann haben wir hier oben schwarze Färbung. Man kann hier die Federchen ein bisschen nach außen rauszeichnen. Sieht ein bisschen flauschiger aus. Und hier vorsichtig genau gucken, wo wir sind. Also hier möchte ich das trotzdem mit Rot beenden. Also einfach ein bisschen mehr Rot und vergrößern. Und hier haben wir aber schon die Grenze. Und dann geht es hier weiter mit einem schön gespitzten Stift. Geht hier einfach runter und macht das hier. Ich bin gefragt worden, ich weiß nicht, wer das war, unter irgendeinem Video, glaube ich, gab es einen Kommentar, wie toll ich das mache, vielen lieben Dank, aber ob ich das denn ohne Vorlage mache, weil das wäre ja Wahnsinn. ja, das wäre tatsächlich Wahnsinn, ich mache das nicht ohne Vorlage. So genaue Färbungen, wirklich schon fast naturrealistisch, biologisch gesehen. Ich kenne keinen Künstler, der das kann. Alle Künstler haben entweder eigene Fotos oder bestimmte Vorlagen oder sind direkt in der Natur und zeichnen dort. Oder sie haben das so oft bereits gezeichnet, dass sie es auswendig können. Aber kein Künstler, also ich kenne keinen Illustrator oder Künstler, der einfach so aus dem Stegreif naturalistische Bilder zeichnen kann. Wie gesagt, außer er hat ein bestimmtes Motiv bereits sehr oft gemacht. Aber dass man das vielleicht irgendwie ein paar Mal einen Spatz vor dem Fenster gesehen hat und plötzlich kann man einen Spatz so naturalistisch zeichnen, so etwas kenne ich nicht und ich mache es nicht. Also ich habe immer zumindest ein Foto, das mir gefällt, als Vorlage. Und ändere das aber so, wie es mir gefällt, denn ich habe einen eigenen Stil. In der Regel mache ich die niedlicher oder kleiner oder ja, vielleicht auch simpler oder bunter sogar, als sie tatsächlich im Foto sind. Aber es ist mir halt auch wichtig, dass ich mich an die Realität halte und ich kann nicht erfinden. Würde ich etwas erfinden, sieht das dann ganz anders aus. Ich könnte es nicht mehr so hier Stieglitz nähen. Es müsste dann einfach Vogel sein. Klar geht es in der Illustration. In der Illustration habe ich, da ich eben viele Dinge bereits sehr oft gezeichnet habe, zeichne ich auch frei. Wenn ich einen Auftrag habe für ein Buch, dann fange ich an, die Kinder einfach frei zu zeichnen, weil ich sehr, sehr oft bereits Kinder gezeichnet habe. Sie sind aber jetzt nicht super realistisch, sondern sie sind einfach in meinem Stil. Und wenn ich dann einfach einen Vogel oder ein Tier zeichnen muss, in der Regel kann ich das auch, aber es ist nicht realistisch, sondern es ist halt bereits vereinfacht und illustrativ. Also das ist das, was ich euch hier lieben sagen wollte. Also keine Angst, ihr dürft gerne Vorlagen benutzen. Sucht euch schöne Fotos aus, macht selber Fotos, das ist noch besser. Wenn ihr einfach, ich habe zum Beispiel neulich im Garten so einen schönen Vogel gesehen, wie hieß der? Den muss ich auch mal zeichnen. Irgendwas mit Eichel. Auf jeden Fall, ja, ich komme jetzt nicht drauf, auf jeden Fall ist er so schön mit Grau und Gelb, glaube ich.
der war hier im Garten und dann war ich kurz, wollte ich schon meine Kamera rauszucken, aber dann flog er weg. Also es ist einfach schwierig, selbst Fotos zu machen. Das finde ich ja großartig, wenn sich Fotografen dann irgendwo hinstellen und warten, bis sie endlich das tollste Bild haben. Und dank Google können wir jederzeit darauf zugreifen. Natürlich sollte man jetzt nicht komplett einfach alles so abmalen, wie es ist. Aber in der Regel kann man das auch nicht, weil jeder seine künstlerische Art hat. Aber es ist sehr hilfreich für solche naturalistische Fotos, dass man einfach guckt, wie ist denn genau die Färbung und dasselbe dann macht. Hier haben wir ein bisschen Schwarz. Ich wollte euch die Nummer sagen von dem Stift, den ich gerade benutzt habe. Also das wäre Bister 179. Jetzt habt ihr es. Das habe ich benutzt und den Hauttonfarbenen. Das ist Fleischfarbe, glaube ich, hell. Das ist 152. Sieht man vielleicht nicht so gut, weil das Licht ein bisschen glänzt, aber ja, ihr Lieben, und ansonsten freue ich mich wirklich sehr, dass ihr alle, dass so viele Abonnenten dazugekommen sind. Ich habe auch einen bulgarischen Kanal parallel, da bin ich auch nicht fleißiger, im Gegenteil, da sind viel weniger Videos, aber ich versuche ein bisschen was zu machen, weil ich merke, wie toll das Interesse ist und dass ich und ich bekomme sehr viel positives Feedback und ich merke, wie viele Leute Zeichnen interessiert sind. Und zwar in der heutigen Zeit, wo man eigentlich alles mit der Kamera fotografieren kann und gut ist, aber Zeichnen ist trotzdem sehr beliebt. Es ist ja auch eine schöne Beschäftigung. Und viele wollen einfach lernen und das freut mich sehr, dass ich da zumindest ein bisschen was dazu beibringen kann. Manchmal ist es vielleicht nur die Motivation oder die Inspiration, dass man sich hinsetzt und einfach mal selber was macht. Aber das ist schon genug. Hier mache ich jetzt einen ganz, ganz leichten, eine ganz leichte Outline und hier so ein bisschen eine Färbung, damit es nicht zu weiß ist, damit ihr dann... Also das ist diese Fleischfarbe. Ich zeichne sehr gerne mit dieser Fleischfarbe, mit der hellen, weil das so dieses rosige, weiche dann, gleich kommt es einfach dazu. Und hier ist es so ein bisschen so ein Grundton, den ich so verteile. Und dann geht es auch zum Schwarzen. Also hier machen wir jetzt nicht so viel. Nur für die Federn hier bitte einfach so Striche machen. Und dann müsst ihr das einfach so umrunden, denn es ist ziemlich schwarz, also man muss da jetzt nicht großartig was dazu machen. Und ansonsten hoffe ich, geht es euch allen gut und ihr freut euch auf Weihnachten. Ich freue mich dieses Jahr auch sehr auf Weihnachten. Das ist, das fällt auch so schön irgendwie, also nach dem Wochenende, da kann man sich richtig schön entspannen. Und dieses Jahr habe ich sehr, sehr, sehr viele Aufträge gemacht, sehr viel gezeichnet und jetzt plötzlich ist nichts mehr da. Es geht im Januar weiter, aber jetzt ist einfach alles schon getan und es geht nicht mehr weiter. Viele sind auch in den Urlaub gefahren und ich muss jetzt entspannen, ob ich will oder nicht. Ich habe natürlich ein bisschen was, aber ansonsten werde ich jetzt nicht großartig zeichnen oder malen. Letztes Jahr habe ich genau zu Weihnachten Aufträge angenommen und das war nicht schlecht. Ich finde es auch schön, wenn man zu tun hat, aber immer zu Weihnachten zu arbeiten ist auch nicht schön und dieses Jahr ist es nicht so und das genieße ich auch sehr. Auch mal einfach mal mit der Familie, mit Freunden die Zeit zu genießen. So, ihr Lieben, es ist nicht mehr viel. Ah, das war dieser gelblichere. Also schöner ist mit dem 179er. Es ist nicht mehr viel zu machen. Hier mache ich einfach so ein bisschen die flauschigen Federn vom Stieglitz.
und hier die Weichheit mit dem Hautfarbenen. Und hier könnt ihr gerne ein paar Federchen machen. Das ist später schwierig zu sehen, also sobald ich dieses Foto dann scanne bzw. abfotografiere, gehen diese ganzen Feinheiten ein bisschen verloren. Aber jetzt, während ich das zeichne, seht ihr das. Genau, und ansonsten, also hier könnte man einen Ast machen. Hier könnt ihr gerne, wenn es euch Spaß macht, einfach den Ast vervollständigen. Gibt es ja ganz schöne so Winterpflanzen, also Sanddorn liebe ich. Ich liebe Sanddorn, die sind so orange. Habe ihn nicht mehr im Garten, weil der so wuchert. Aber ich hatte ihn mal, der sah wunderschön im Winter aus. Dann gibt es die Hagebutten, die sind auch super. Dann gibt es irgendwelche Schlehen, andere Weiße, also, oder zum Beispiel die, also so Mistelzweig könnt ihr machen. Also ihr könnt euch wirklich so, ich würde mich freuen, wenn ihr mich auf Instagram dann markiert, damit ich sehen kann, was ihr so dazu Schönes gemacht habt, schöne Zweige. Ich mache jetzt gar nichts mehr, damit das Video einfach nicht zu lang wird. Aber immerhin habe ich hier die Färbung einigermaßen. Und hier gibt es ein bisschen mehr Wellen, dass es nicht so arg so plötzlich abbricht. Und ich wünsche euch frohe Weihnachtstage, schöne Zeit. Wenn ihr Zeit habt zum Zeichnen, nehmt sie euch. Es ist jetzt weniger Stress einfach. Man kann einfach Dinge tun, die man sonst unterm Jahr nicht tun kann. Und feiert schön mit eurer Familie. Ich wünsche euch ganz viel Gesundheit, viel Liebe und einen guten Start ins neue Jahr. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder und zeichnen wieder gerne und mehr. Und bis bald, meine Lieben. Das war's. Das waren meine Stifte, alle, so viele sind es gar nicht. Bis bald, eure Dani. Tschüss.